Hallo und willkommen zu diesem neuen Video aus dem Auto. Ich bin nicht allein. Hello. Wir sind jetzt hier im Parkhaus und dachten, wir gehen shoppen. Aber ich dachte mir, ich erschwere es mir ein bisschen, falls das Sinn macht. Und es gibt einen TikTok-Filter, der macht so ja, nein, vielleicht Antworten. Und ich dachte mir, wir fragen einfach bei jeder Sache, die ich kaufen möchte, diesen Filter. Und der Filter bestimmt heute, was ich kaufen darf und was nicht. Das erinnert mich aber übelst an die magische Miesmuschel von SpongeBob. Mal gucken, was wir so finden werden. Ich war lange nicht mehr in der Stadt, einfach so zum Shoppen. Deswegen bin ich zum Shoppen. Ich kann es nicht mal mehr aussprechen. Let's go, würde ich sagen. Let's go. Unser erster Stopp ist H&M, ne? Ja. Da war ich so lange nicht mehr drin. Ich bin sowas von in Herbststimmung. Dankeschön. Das erste, was wir in der Hand halten, auch noch wir beide, ist dieses wunderschöne Kleid. Probieren wir mal an und dann entscheidet der Filter. Aber es sieht schon cute aus. Wenn wir beide shoppen gehen, ist es, glaube ich, noch mal schlimmer. Wir animieren uns dazu, noch mehr Sachen zu kaufen. Wenn ich kaufe, kaufst du es auch. Ja, den nehme ich auch einmal in L mit zum Anprobieren. Ich finde, der sieht schön aus. Gestreifte Sachen finde ich sowieso so toll. Wir haben schon ein paar Sachen. Und wir sind 10 Minuten im Laden. Schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ich habe jetzt hier so ein Polunder an. Könnte zum Herbst ganz gut passen mit so einem Hemd drunter. Deswegen fragen wir einfach mal den Filter, soll ich den Pulli hier mitnehmen? Schon. Ist ein Ja. Also nehme ich den hier mit. Ja, das ist ganz süß. Mit einem weißen Hemd drunter. Ja, ein Hemd drunter. Schwarze Leggings oder so. Und nächstes Teil ist dieses Kleid. Beachten wir meine Hose nicht. Wir fragen einfach mal wieder den Filter, soll ich mir das Kleid holen? Na. Also ein Nein für das Kleid. Ich bin aber ganz froh. Ich bin auch nicht so hundertprozentig überzeugt. Also doch ganz gut. Der Filter hat Ahnung. Nächster Step, TK Maxx. Wir gucken nach Herbstdeko und Anti-Sachen. Anti-Sachen sind immer so ein bisschen anstrengend. Wir haben diese schönen Strohhalme und diese schönen Weingläser. Und schöne Gläser, ja. Hier ist es irgendwie richtig, richtig voll. Ich vor 2 Minuten, wir wollen nur nach Deko gucken. Auch ich 2 Minuten später. Ich finde sonst nie was bei TK Maxx. Ich bin reingekommen, habe nur die Farbe gesehen. Das sieht richtig schön aus. Probieren wir gleich mal an und dann fragen wir den Filter. Hoffentlich passt das. Hoffentlich dürfen wir ihn mitnehmen. Jetzt gehen wir aber hoch zur Deko. Auf der Suche nach der richtigen Kerze. Wow. Riecht irgendwie so nach Kakao. Zimt. Kopfschmerzen vorprogrammiert. Ich habe eine Kerze. Wir fragen den Filter. Darf ich diese Kerze da mitnehmen? Oh, der Filter ist nicht an. Fragen wir nochmal. Darf ich diese Kerze mitnehmen? No. 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 Ganz klares No. Eindeutig. Keine Kerze für mich. Max freut sich. Ich habe die Jacke jetzt mal angezogen und die sieht echt cute aus. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass der Filter auf meiner Seite ist und mir ein Go gibt. Also, ich drücke mir die Daumen. Ich drücke mir die Daumen und die Finger. Kann ich diese Jacke mitnehmen? Soll ich diese Jacke mitnehmen? Jupp, jupp. Der Filter ist irgendwie heute auf meiner Seite. Ich weiß auch nicht. Lieben wir. Ja. Okay, eine Kerze hätte ich auch noch gern gehabt. Aber die rochen alle so schön. Aber die rochen alle echt nicht gut. Aber diese Jacke ist eigentlich echt cute, oder? Ich habe die sogar in Größe L. Aber die sitzt jetzt halt so ein bisschen oversized. Richtig, richtig passend. Ich gehe den Cardigan jetzt mal bezahlen und dann geht's zum nächsten Laden. Tejin hat mir einmal dieses Oberteil rausgesucht. Ich finde, das ist voll süß. Das sieht gut stehen. Und deswegen probiere ich das gleich einmal an. Wir sind mittlerweile übrigens bei Primark. Wir haben noch was gefunden. Jetzt gucken wir mal, ob sie es haben will. Ob sie es haben darf. Das Internet lädt nicht. Ich kann den Filter nicht öffnen. Es gibt hier WLAN. Ich bin gerade dabei. Oh no! Es geht um diesen Schal, der ist richtig schön weiß. Der ist echt schön. Dum, 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 dum. Okay, darf ich den Schal mitnehmen? No. Ist ein ganz klares Nein. Schade. Aber er ist so schön weich. Das stimmt. Ich brauche seit Jahren schon eine Wärmeflasche. Und ich habe mir irgendwie nie eine richtige geholt. Und hier gibt es jetzt eine richtig cute Stitch-Wärmeflasche. Deswegen fragen wir mal den Filter. Ich bin aber noch nicht... Ich frage mal, welchen von beiden ich nehmen soll. Falls er es nicht wird, frage ich nochmal bei ihm nach. Soll ich die Stitch-Wärmeflasche mitnehmen? No. Und die, wie heißt er? Krümel von Monster AG. I don't know. Yes. Dann wird es wohl die. Das ist auch schon süßer. Let's go. Anprobieren. Mein Kopf ist stecken geblieben. Aber warte mal, in der Mitte ist kein Hemd, sondern nur unten und. Hä? Kauf das bitte genauso. Ich heul gleich. Ich krieg gleich Panik. Nein. Was meinst du? Ich kann nicht. Das ist das nicht so toll. Ich hab auch schon angefangen zu heulen. Ich bin mir nicht sicher irgendwie. Ich find's cute, das steht. Aber ich entscheide sowieso nicht. Der Filter entscheidet. Meine Haare sind jetzt so wuselig. Wow. Soll ich das Oberteil kaufen? No. Ich sag's doch, der Filter ist heute auf meiner Seite. Ich hatte auch Nein gesagt. Alles anprobiert, wir wollen jetzt wieder rausgehen. Haben überlegt, dass wir zu McDonald's gehen, wenn der Filter es uns erlaubt.
Mal gucken. Ein Burger würde nicht schaden. Ich habe so Hunger. Deswegen sollen wir zu McDonald's gehen und was essen, weil wir Hunger haben? No. Sicher? Na? Ja, was zu trinken? Absolutely. Also gehen wir jetzt was trinken bei McDonald's. Wie sieht's aus mit einem Snack? Yeah. Mit meinem Wärmekissen gehen wir jetzt zur Kasse. Und dann zu McDonald's. Ich freue mich, ich habe Hunger. Der kleine Snack ist ein bisschen ausgeartet. Egal. Es ist kein kleiner Snack mehr. Aber wir haben gerade so Hunger bekommen. Ich habe so Durst. Und das Sitzen tut gerade gut. Das lassen wir uns jetzt kurz schmecken. Und dann geht's weiter. Drei Läden stehen noch vor uns. Habt ihr schon diese neuen Shaker Fries ausprobiert? Shake it. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Nach unserer Essenspause sind wir bei New Yorker. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier was finden. Und ob der Filter es uns dann kaufen lässt. Zwei Tüten habe ich ja schon. Und Hijin hat einfach noch nichts gekauft. Hör mal. Ich habe irgendwie noch nichts gefunden, aber ich habe das Gefühl, bei Rossmann werde ich fündig, weil es gibt ja nur 11 Produkte. Wir haben einen Plan, danach geht's zu Rossmann. Ich habe jetzt 4 verschiedene Basic-Langarm-Oberteile, weil ich finde, genug Basic-Oberteile kann man nie haben. Deswegen, Hijin probiert auch gerade das Blau an, deswegen frage ich mal den Filter, ob ich die alle mitnehmen soll. Soll ich die Basic-Oberteile mitnehmen? Absolut. Alle 4? Ja. First try, ne? Also ich habe hier nicht geschummelt oder so. Der Filter mag mich heute einfach irgendwie. Hab die noch nicht mal anprobiert, deswegen probiere ich jetzt einmal alle schnell an, ob die auch passen. Nummer 1 mag ich schon mal richtig, richtig gerne. Also da hat der Filter eine gute Wahl getroffen. Dank auch die Farbkombination von Blau mit Blau. Ich bin happy. So sieht das Weiße aus. Also ich habe das jetzt in Schwarz und Weiß, die nehme ich beide mit, weil der Filter es natürlich so gesagt hat. Aber zum Glück sitzt auch alles gut, weil ich es ja vorher nicht anprobiert habe. Und dann einmal das in Dunkelblau. Das gleiche auch nochmal in Weiß. Die Oberteile. Peter hat gesagt, kaufen wir. Also kaufen wir es. Aber wir sind einfach schon seit 5 Stunden unterwegs und ich habe vergessen, wie anstrengend shoppen ist. Es ist wirklich anstrengend. Ich habe gerade diese Pause bei McDonald's so genossen und ich freue mich auch schon wieder auf zu Hause, Couch, Ruhe. Vor allem heute ist Samstag, heute ist es richtig, richtig voll und ich schmelze gleich. Wir gehen jetzt ab zur Kasse. Tüte Nummer 3. Diesmal habe nicht nur ich was gekauft. Wir haben uns beide diese Langarm-Oberteile geholt. Ja. Wir haben es so gemacht, dass wir uns beide die Langarm-Shirts geholt haben und zusammen bezahlt haben, weil es einen 20% Rabatt gab. Wir haben beide unsere Karte hingehalten und wir haben gemacht, wessen Karte als erstes gescannt wird, bezahlt. Ratet mal, wessen Karte gescannt wurde. Ihre! Egal, jetzt haben wir schöne neue Sachen. Jetzt geht es noch zu 2 Läden, einmal Rossmann und einmal Hugendubel. Es gibt jetzt die 11 Produkte bei Rossmann. Ich frage jetzt den Filter, ob ich mir einen Primer holen soll, weil ich gar keinen Primer habe. Und Hijin meinte, das ist der beste Primer. Deswegen fragen wir den Filter. Hole ich mir den Primer? I don't know. Yeah. Der Filter liebt mich, oder? Heute doch so Glück wie das Oberteil eben. Okay, der kommt auf jeden Fall dann mit. Was Hijin mit dem Oberteil meint, blende ich euch jetzt einmal ein. Also ich habe das gefunden. Wenn der Filter sagt ja, dann muss Christen sich das kaufen oh und beim Gott. Nächsten Video einmal wenigstens ganz kurz anziehen. Okay, muss ich es kaufen? Never. Schade. Hätte klappen können. Aber Glück noch gehabt. Mal Glück gehabt. Aber richtig Glück. Also schön. Ich habe das Ganze nämlich auch noch mal für TikTok gefilmt. Okay, brauchst du was? Wir fragen den Filter, ob du irgendwas haben darfst. Einmal wenn ja, alles kaufe ich es dir. Einmal alles bitte. Guckt euch das mal an. Wir fragen den Filter jetzt einmal, ob Christian mich einmal mit den neuen 11 Produkten ausstatten wird. Ja, bitte sag ja. Was? Nein? Oh nein. Wow. Eine Sache, frag nach einer Sache wenigstens. Okay, und darf ich mir dann wenigstens 3 Sachen aussuchen? No. Und 2 Sachen? No. Ich würde nicht aufgeben. Ach, wenigstens eine Sache. Sie. Oh, wow. Besser als nichts. Oh Mann. Also der Filter mag dich mehr. Wofür entscheidet sie sich? Ich weiß es nicht. Du wolltest den Lipgloss schon mal ausprobieren. Also komischerweise existiert die Datei nicht mehr. Sprich, Hijin macht das jetzt nochmal. Okay. Dann blende ich es euch wirklich ein. Kauft Christian mir jetzt 3 Produkte von 11? Naturally. Okay, dann kriegst du auch 3 Sachen. Glück gehabt. Glück gehabt. Aus Versehen dich aufgenommen. Ich schwöre, es war aus Versehen. Ey, sie ist die TikTokerin von uns, YouTuberin, nicht ich. Sie. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall einmal den Dupe zum Dior Lipgloss mit. Nehmen wir uns hier nochmal etwas zum Konturieren mit. Wir nehmen uns den Primer nochmal mit. Okay, damit geht's jetzt zur Kasse. Und dann geht's zu deinem Lieblingsladen. Hugendubel. Ich hoffe, der Filter mag mich dann immer noch und ich darf mir ein paar Bücher aussuchen. Nach der Aktion eben. Unser letzter Stopp für heute. Hugendubel. Ich war da schon so lange nicht mehr drin. Darf ich mir ein Buch aussuchen? Ja. Darf ich mir auch 2 Bücher aussuchen? I don't know. Ich tippe nochmal rauf. No. Okay, also ein Buch. Okay, dann halten wir kurz die Kamera. Wir machen das jetzt noch anders. Darf ich, Christi, ein zweites Buch kaufen?
Sie. Das zweite Buch geht auf mich. Yay, also zwei Bücher. Wir gehen mal rein und ich gucke, was es für Bücher werden. Die beiden Bücher habe ich mir jetzt ausgesucht. Und das hier habe ich schon öfter mal gesehen. Und wollte ich auch unbedingt nochmal anfangen, deswegen nehme ich die beiden mit. Juhu. Ich würde sagen, wir haben heute gut zugeschlagen. Jetzt geht es zum Auto. Parkticket auch noch bezahlen. Soll ich den Filter fragen, ob ich da... Oder rasen wir einfach durch? Muss durchrasen. Keine Ahnung, ob ich hier geparkt habe. Keine Ahnung, ob wir unser Auto jetzt finden. Unser Auto. Dein Auto. Das ist unser Auto. Mal gucken, ob wir richtig sind. Und wir sind auf der falschen Ebene. Wir haben keine Ahnung, wo wir geparkt haben. Unser Auto steht hier nicht. Unser Auto steht hier nicht. Wir haben gar nicht drauf geachtet, wo wir geparkt haben. Ich hab gar nicht geguckt, wie dumm einfach. Gerne. Müssen wir jetzt runter oder hoch? Ich glaube, wir müssen noch weiter hoch. Okay, wir fahren weiter hoch und gucken, ob unser Auto da steht. Versuch Nummer zwei. War es grün, als wir angekommen sind? Ich weiß es auch nicht. Jetzt müsste es hier sein. Yay! Wir haben es gefunden. Wir sind wieder zu Hause. Drei Tüten später und 8 Stunden später. Wir geben euch mal einen Haul. Der Polunder hier. Ich dachte, du kannst direkt mal bewerten. Sieht gut aus. Ich dachte, das wäre ein Handtuch. Aber sieht gut aus. Nein, es ist gerade rausgeholt. Das sah aus wie ein Handtuch. Ich habe Chrissy ihre zwei Bücher bekommen. Aber die habe ich gesehen und direkt mitgenommen. Und zwar hat Chrissy sich einmal den Elf Primer geholt. Ich musste. Schön. Leider. Und ich habe mir die drei Produkte von Elf geholt. Aber doch Disney ist das, oder? Ja. Ich muss sagen, ich fand's still. Guck mal, Leo. Also, ja, das ist jetzt meins. Noch eins. Das ist alles die gleichen? Ja, fast. Ja, das ist unsere Ausbeute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüssi.